Servus Leute, hier sind wir wieder bei Spielemamo. Ich der Renton und mein Kollege der Raven King. Ach, sei ruhig, ich habe überhaupt gar keinen Bock heute. Ich bin sowas von verrotzt. Ich habe voll die Allergie. Ich hoffe, du halt nicht den Bildschirm voll rotzt oder so irgendwas. Wenn wir sehen. Ja, aber ihr seht es nicht. Also. Dann ist ja super. Wir sind jetzt mittlerweile im 6. Part und wir sind jetzt mit Norman Jaden und Dimitri. Und Dimitri sind wir jetzt beim ersten Verdächtigen. Leg mal los, würde ich sagen. Heiß, ja. Heiß geht's her. Ajo, speichern hier. Ajo. Heute trinken wir Beck's Eis. Da stoßen wir doch an, oder? Ja. Jawohl. Können wir eigentlich das nächste Mal immer zusagen, oder? Was wir gerade trinken. Vielleicht kriegen wir Geld. Geld, ja. Ja. Beck's Bier. Beck's. Beck's. Kauft Beck's Bier. Mhm. Ja, mein. Ja, aufmachen. Club fängt. Narbengesicht. No answer. We'll waste our time coming here. Maybe we should have a little look inside anyway. There's nobody home. BAM! Ja, wer will denn da gleich aufgeben? Ja, normal hier. I'm not sure that's entirely legal. Guter Kopf, böser Kopf. Und noch mit Jaden. Oi. Looks like Nathaniel Williams is a pretty religious guy. Riech mal drauf. Mein Kaka! Wait for the end of the world. We questioned him a few months back because he was causing... Also an dieser Stelle nochmal Entschuldigung, wir haben nichts gegen Glauben. Noch haben wir nichts gesagt. Ja, stimmt. Had this idea in his sick little head that I was the Antichrist. I'd come to Earth to persecute him. Real twisted. Huh. Kreuze. Viele Kreuze. Was gibt's da? Der ist bestimmt im Kreid. Ist das Beweise sammeln, ne? Ja, ich guck halt mal. Na, guck mal. Steht Zeug an der Wand, da in dieser Zimmer. Für die Stanze hinterher. Die Bibel. Steht ein bisschen was an der Wand. Sieht eigentlich normal aus, oder? Wie bei jedem. Ich sehe, wie der getritt. Wow, guck mal, der Assi. So, bei mir daheim sieht's auch so aus. Ja, das kenne ich auch. Bis man in die Bart wart. Okay. Nee, schade. Ja. Das wäre halt nicht so. Also, außer dass er durchgedreht ist, sieht es noch nicht so verdächtig aus. Sieht jetzt nicht aus, als würde er Kinder ertränken irgendwie. Ja, sieht halt religiös fanatistisch aus. Ja. Mahlzeit. Jo, danke. Ja, bitte. Oh, da kommt der, ne? Oh, das ist er bestimmt. Oh, da hat ein Kreuz. Oh. Ey, was machst denn du da? Good timing, Nathaniel. Just the man we're looking for. Angels and ministers of grace defend us. I'm Agent Norman Jaden, FBI. I'd like to ask you a few questions. As God is my witness, I haven't done anything. I'm innocent. Relax. Nobody's accusing you of anything. We just want to talk. Why all the crucifixes? Are you afraid of something? The hour is nigh, and the wrath of God shall strike men down. I'm preparing for the end of the world.
Ich glaube, mit dem kannst du nicht viel anfangen. You were arrested in a case where a child disappeared from a park. What exactly happened? I'm innocent. I have nothing to do with those murders. I was in the park because God spoke to me. I was arrested because I am the chosen one. That's all. Weil den Auserwählten Nathaniel, verhaftet man natürlich sofort. Tuesday, ja. Das war schön. Da war ich ganz sachsam. Nur für mich. Nur für dich. Das war schön. What are you doing? I can't talk about so. Ah, oh, wenn man gerade sterben kann. Scheiße. He needs more and more. Ja, wir stellen jetzt auch von analog auf digital um. Oh, you mustn't mention him. You'll bring him here. He told you to go and find that kid in the park. The voice is tormented you. Blake, was machst du da? You wanted them to stop, didn't you, Nathaniel? Stop! Stop! Soll ich eingreifen oder soll ich ihn dann fertig machen lassen? Ach, lass noch mal ein bisschen, kannst du ein bisschen was rauskitzeln hier. Jaden! Ich krieg ein paar Infos oder so. Was sagt ihr? Vielleicht ist jetzt eingreifen, bevor man das war. Na, ich glaub's ja nicht, dass das war. Jetzt wäre die Story schon ein bisschen zu weit vorgegriffen. Ja, eigentlich schon. Oh! He is the son of Satan. He was sent to Earth to destroy us. For Christ's sake, shoot! Drück ab, drück ab, drück ab, drück ab, drück dich über die. I shot him. Also ich hätte Psychologie versucht, aber wie yep. Bush halt so ist. Like did. Zack! Ne, keine Chance. Can't say I'll miss him. Come on, let's go. Ah ja. Korrupter. Ich fand, der hat's verdient. Ja, wer kann schon an Gott glauben? Unglaublich. Ich finde das asozial. Ja, ganz hey. Widerliche Kreuze da. Nabben, nabben, nabben. Nabben, nabben. Blunder. Blunder? Blunder. Ich tauf Blunder. Ich hab Blunder. Cooles Auto. Oh, ich bin Blunder. Ah, scheiße, oder? Hast du immer Nasenblute? Tot. Als Bluter. Das ist kacke. Ich kriege die Poste. Blut. Tot. Dann war's das. Das war's. Außen vorbei. So. Ich weiß, was ein richtig beschissener Tod ist. Ein Kotzersticke. Das ist scheiße, oder? Das muss ekelhaft sein. Ja. Also jetzt nichts gegen Tod oder so, aber... Aber viele, die an kurzer ersticken, merken das wahrscheinlich gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. No answer. Baby screaming inside. Not a promising start. Und die Mutter ist Bier holen. Ja. Wie man sehen, es tut wieder hart regnen, ne? Aber... heavy hard. Hopp. Nix los, der Gegend. Toys auf. Oh. Hallo. Oh. Oh. Ich glaube, das ist ein verrückter Hund. Mrs. Balls. Anybody home? Oh, Jesus. Ey. Oh, na klasse. Und ja, Baby. Vielleicht kommt ein anderer Isch, gell? Ich kann ihn nicht raus, scheiße. Lieber nix Ohr als hier. Ach Gott, so was kann ich nicht her, wenn so kleine komische Kinder da rumkreischen. Blöde Babys. Blöde Babys. Ja, ich muss hier. Mach mal. Oh ne, ich kann's nicht nehmen. Ich muss mal mal ziehen, gell? 1, 2. Lass raus. Lass alles raus.
Ich würde sagen, ich guck mich erst mal um, bevor ich... Ich hab Hausstauballergie, das ist bestimmt alles staubig da. Bevor ich das Balk da aufhebe, guck ich mich mal lieber um. Ich hör's ja auf zu schreien, noch eine Zeit. Ja, irgendwann hört's bestimmt um. Oh, are you there? Oh. Take care of my son, Dimitri. Oh, shit. Die war bestimmt Bluder. Du bist wiederbelebe. Die lebt. Genau, er wirkt. Mrs. Balls, can you hear me? Ey, du lachst halt rum. Die hat aber falsch geschnitten, hast du gesehen? Immer von oben nach unten, nicht von Seite, ne? Ja, die hat von der Seite gemacht. Ach, dumme Bitch! Kann nicht mal sterben, kann sie. Kann sie nicht mal, kann sie. Nicht mal das. Die ist aus. Hör mal da. Schlaf, Junkie, schlaf. Zack. War schon gut, ziemlich käsig. I'm gonna call an ambulance. Hey, Linden. Die ist feucht. Okay. Ich glaube, die hat ja da, die ist ganz blutig. Here, I can dress this wound with. Yeah. Yeah, I think so. Okay, don't move. I'll be right back. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt hast du irgendwas googeln, ne? Ich glaube, die wollte die Rasierklinge. Ah ja. Let's see. Gute Tat am Tag. Gestern mal. Ach, Fahrzeug. Nimm alles mit. Ich geb's dem Baby. Da ist. Oh, schade. Was der Buckel hat, der alte Tricksack, guck mal. Schildkröte. Ich nenne jetzt ab jetzt Schildkröte. Moment, also wenn er so mit dem Buckel durchsteht, kennst du noch der Bär im großen blauen Haus? Oh Gott. Ja, einfach draufwerfen, das klappt schon. So was. Was man in dem Spiel nicht alles machen muss, ja. Stay with me, Susan. Susan, do you hear me? Susan, stay with me. Can you hear me? Stay with me. Du darfst jetzt nicht schlafen. Als würde das jetzt irgendwas bringen, die Frau braucht Blutkonserve. Gibt mal Bier oder so. Kommt drauf an, wie lange sie da schon drin liegt. Wie viel. Ja, ich weiß nicht. Und falsch geschnitten hat sie ja auch noch. There, I done what I can. That should stop the bleeding. Luckily the wounds aren't too deep. Noch ist sie nicht ohnmächtig. Hey. How you feeling? You okay? Unverantwortlich sowas mit dem Kind. My baby needs me. Ja, ey, wir wollen es doch auch nicht mehr. Jetzt fragt sie. You stay there. Schlampe! I'll take care of the baby. Okay? Das ist eigentlich voll heftig. Das ist eigentlich schon heftig. Das macht mich irgendwie... With a baby, I mean. Strauig. Bisschen. I'm a private eye. Sollen wir aufmachen? Nee, ich trinke lieber vom Becks. Ich hätte dich jetzt auch getröstet. Nee, ich will Becks. Alter, trinke ich halt auch mal Becks. Aber Becks Baby nicht auf. Ganze Clown haben wir heute gefrühstückt. Guck mal, wie versaut ich bin. Hast du die Hand gesehen? Alles voll mit Blut. Jetzt hebe ich mit der blutigen Hand erstmal das Baby. Ja, mach. Nee. Schüttel's ab über dem Baby. Ablecken. Abuse. Stell jetzt mal Becks auf den Tisch. Auf den Tisch. Nicht, dass ich jetzt was gegen Babys hätte, aber das nervt schon. Hello, Emily. So, what seems to be the problem, huh? Oh! Going by the smell. Direkt ins die Fresse gefurzt. Verschießendes Baby. Musst du vernehmen, vielleicht ist das der Mörder. Weißt du, was Becks auf Französisch ist? So nennt man das in Frankreich. Warte mal!
Oh, guck mal, was wir hier. Jetzt kann ich wieder atmen. Oh. Du machst Scheiße an der Wasser, aber. Du musst die Drecksarbeit machen. Ey, ich spieß dir auf den Mantel. There you go, fresh new baby. That should feel better. Ah ja, meine Mutter Arsch abgeputzt. Es hört sich an wie junge Chewbacca. Hey, what's the matter? I thought we solved the problem. Aber Steffen, bleiben wir doch ein bisschen hier bei der Story. Okay. Aber nur ein bisschen. Wir schweifen, der Chatzeit schweifen wir richtig ab. Das ist richtig derb. Scheißdreck. Obwohl die Story wirklich packend ist. Ja, also schon. Ist wirklich gut. Also okay. Bis jetzt gefällt mir es schon richtig gut, jetzt mal um bei der Sache zu bleiben. Konzentrieren wir uns. Ja. Ich vermute mal, dass das Kind. Why is she crying? Hm. Ach, das ist sie. She'll know what to do. Ja, genau. Die Kaputtmutter mit der aufgeschnittenen Pulsadre weiß, was jetzt zu machen ist. Schreib grad einen Zettel, dass ich einen anderen drum kümmern soll. Leck dich zu mir in die Badwanne. Ja. Fast hätte es bei mir geklappt. Was eine Wurz. Susan, I changed her diaper, but she's still crying. She's hungry. There's a bottle in the kitchen. Also ich würde mal sagen, ich würde es die Mutter nehmen, ab in die Klapse und das Baby irgendwo halt zum Jugendamt. In ein Heim, irgendwas. Also. So was verstehe ich nicht, die hätte es ja auch einfach in die Babyklappe legen können. Ist ja nicht garantiert, dass einer vorbeikommt und. Eben. Kümmert nie um mein Baby, bin da mal weg. Ja, gut, bis da einer kommt, ist das Kind vermutlich schon hinüber. I guess I better warm this thing up. Die hat Glück, kann er das mal heute oben gespielt haben. Ja, also. Hätte ich hab doch gesagt, Busch, ich hab so ein komisches Gefühl. Ich dachte, wir müssen spielen. Ich hab doch was im Urin. Ja, irgendwie. Bisschen Blut und noch was anderes. Die mit einem Überraschungsei. Oh, hast du gehört? Ist schon fertig. So. Wenn sie kocht, ist sie richtig. Die muss weiß glühen. Jetzt trink! Ich muss euch nochmal sagen, das Gerübse hier ist ja alles nicht echt, das sind Effekte. Oh, ja, Special Effects. Genau. Mit Special Effects. Hold on. Becks Bier. So you don't choke. Okay. Spielemamo. Präsentiert von Becks. Becks. Schmeckt. Becks. Die Hölle. Das Kind trinkt in Wirklichkeit auch Becks. Wir haben das nur nachbearbeitet und gefärbt. Das Kind heißt, ach, nicht, eigentlich, das heißt ja eigentlich Susan Becks. Boah, die ganze Flasche abgepumpt. Leckeres Becks. So muss Becks schmecken, oder? So muss es sein. So, ach gut, ja. Hopp. Kann schon richtig üben. Oh! Oh, good job, oh. Emily. Hm? You're feeling good. Hey, zwei Watt gerülpst. Now, goldisches Baby. Irgendwann kaufe ich mal eins. Ja. Kann man endlich den Dimitri fortschmeißen? Dimitri wäre schon mit Brau. Oh. Also wirklich, ich habe noch nie, jetzt mal ehrlich, noch nie ein Spiel gesehen, was wirklich so viel Interaktionen bietet. Wo einfach, wie soll ich denn sagen, halt Story-Element, ne? Ja, ist Hammer. Und macht der ganze Reg, ich meine jeder Truppe. Nicht jeder Truppe. Jeder Truppe ist Gold wert. Alles berechnet. Super gut. Kann ich mir durch die Wand angucken? Thanks for looking after my baby. Ist bestimmt interessant. Oh. Ah, ja. I didn't want to leave her. Hier stelle und das gucke. Vielleicht wird's besser. Es sieht gelangweilt aus, oder? Was labert denn die? Not having Jeremy around. Jeremy Pascal. Good boy. Can't understand why anyone would want to hurt him. Ich kenne ein Kind, das heißt Torben Klaus. Das ist auch jetzt eine Mutter
Der größere Boo wird auch umgebracht. Ah ja, so ein Origami-Killer, deswegen ist die auch so fertig. The day after Jeremy. I don't know what happened to him. Ich gerade Schulter-Tourette kann oder? Ja. Ah ja. Stimmt. Maybe he couldn't take it. Was ran's mehr? Ever since I was looking after Emily all on my own and I couldn't do it anymore. I understand. Did your husband say anything before he disappeared? Did he leave a note or something? Tschüss! Ich ertränke jetzt unseren Sohn. No. He left the house without a word and... Weil ich wieder nicht aufgepasst habe, ist der abgehauen jetzt. Ach jo. Danach? A cell phone? Bestimmt. Ne, anscheinend davor, deswegen ist er bestimmt jetzt verdächtig. I'm sure it wasn't his. I'd never seen it. Ah! Ein Handy gefunden? Und es war nicht seins. Dasselbe wie beim Ethan. Ja, it's muss doch irgendwie jemand Gabelgo so Interesse dort drauf hat. Oder der Mörder will selber gefunden werden. Ja, der Mörder macht ja diese Spiele. Do you have any family or anybody to help you? Yeah. My mother. I didn't want to ask her for anything. Hopp, ich will ins Wohnzimmer, ich will das Handy holen. Ich komme hier nicht raus. Out of options. Ja, ich muss klar was so hören. Ich muss mir alles anhören. And Emma. I will. I promise. Achso, ich hab gedacht, das Kind heißt doch Susan, oder? Nein, hier heißt Susan. Das ist die susige Susan. Aber ich hab's auch erst gemerkt, weil ich nicht aufgepasst hab. Passen die auf da. Nice. So, irgendwo muss jetzt hier im Drawer in Wohnzimmer. Da. Und die Dildo raus. Meep, meep. Spielt Snake? Geht nicht. Good luck, Emily. You take care of your mama. Ey, ich schwör, die zwei jetzt echt eine Talentlose. Die versucht. Was ist denn, wenn die sich jetzt wieder umbringt? Liegt das Baby wieder da? Ja, muss Snake kommen. Das macht die tagtäglich mindestens zweimal. Und wer weiß, ob Moya in das Spiel spielt. Hast du Zeit? Ich hab nicht immer Zeit. Ich muss arbeiten. Ich muss alles schaffen, oder? Ich muss arbeiten. Ich muss Becks trinken. Genau. Das ist mir wichtiger. Leute trinken Becks. Scheiße. Und fahren Auto. Wir müssen immer Auto fahren, das ist wichtig. Am besten Becks trinken beim Autofahren. Das ist am besten. Genau. Dann seid ihr cool. Dann kehrt ihr 13-jährige Pisser. Der 13-jährige Pisser werden wahrscheinlich jetzt dann im Internet hocken und unsere Videos googeln, die werden halt eher auf hotmamas.de gehen oder sowas. Wenn sich überhaupt jemand die Videos anguckt. Becks! Becks! Jo, dann haben wir halt alle unseren Spaß, oder? Ja. So, jetzt geht's rund. Ich kann ein Auto kaufen. Erst mal Auto holen. Gut. So, das ist jetzt wieder der Ethan, der Vater. Papa! Der, ich sag mal, Hauptprotagonist eigentlich des Spiels. Oh, du hast Zeichen. Aber das speichert ja bloß. Das speichert bloß. Ich denke jedes Mal. Du wärst nicht gefaltet. Die Spinne sind. Excuse me. Hey, Boo. Kunde. Hey. Becksflasch neu prüfst. Oh. Sorry. Didn't see you. What can I do you for? I'd like to get my car. Roy. Da kommen sie gerade Roy. Roy. You're a pretty patient guy, you are. That car's been there for 2 years.
Also nur mal zur Erinnerung, diese Karte lag in der Box, die der Ethan gefunden hat, mit einer Nachricht, wie weit wird er gehen, um seinen Sohn zu retten. Und mal gucken, wie weit er fahren kann. Folgt er halt in Oh, weiß, ich bin mal gespannt, was für Auto das jetzt ist. Mal schauen, wie weit er fahren kann, um seinen Sohn zu retten. Ist es das da? Schau. Nee. Ah, was er da nicht so. It's Sean. About that well. Sean seemed exhausted, but at least he's alive. I'll do anything to get him out of there. Das ist verrückt. Genau, letzte Zeit haben wir gesehen, wie er dann in dem Kasten so drin hockt. Oh, und am Gullideckel so, ne? Ja, genau. Glaube ich. Hat schon ein bisschen aufgeweicht, dass er gefaltet werden kann. Weil es regnet ja halt wieder. Ja, welches Auto? A car? Why am I being sent to look for a car? Ja, ich frag mich eher, welches Auto? Da geht nichts auf. Vielleicht ist das ja das, was aufgebockt ist. Nee. Dann. Achso, du kannst es eigentlich direkt aufschließen. Sollte ich können, ja. Ich muss das Auto rein. Für 8 vielleicht hier, mit dem Aufzug rufen. Hi. Und was für Hoffnungen, was bei Autos sein kennt? Das Batmobil. Dote G kann ich nichts sagen. Klar. Besser geht's nicht. Das Batmobil wäre halt super awesome, das wäre. Ah, das alte. Batman! Hier unten ist die Betthöhle. So ein Butler. Der Alfred. Ah, ein Chevrolet. Ah, da hast du aufgemacht. Das ist Zug gemacht. Stuf gemacht. Oh, ich will den? Nee, doch nicht. Mm-mm. Mit dem fahre ich zum Exhibit und der pimpt my ride. Nicht ganz das Bettmobil. Aber sauber. Oh, schön. Sauber. Wie viel Kilometer hat denn der drauf? Guck mal. Ich kann nicht. Mach mal sitzen. Erstmal in die Obsteckt, oder? Ja, erstmal in die Rabe. Oh. Also, wenn es Becks als Zigarette geht, dann ich ja bloß Becks rauchen. Was geht im Handschuhfach? Nicht viel. Hinweise. Ich glaube, du musst einfach fahren. Was geht da rechts? Ist nichts drin. Okay, also nur dieses, der Bildschirm. Ich sag mal, es ist ein Navi, was ihm den Weg zeigen soll. Dass der schon seit 2 Jahren steht und der Akku geht immer noch. Your destination is 4 miles from here. Leave the parking lot and take the first right. Ich hab den Bettmotor gestartet und löse jetzt die Betthandbremse und leg den Bettgang ein. Okay, hast du auch dein Bettbrille auf? Nee. Scheiß drauf. Genau. Nee, ey, was getrunken? Bitte, hör gar nichts. Alles klar. Dann beenden wir mal hier. Das reicht da. Den 6. Part schon. Ich guck, jetzt, genau. Kurz vorm Ladescreen auf Pause gedrückt, alles klar. Wie es weitergeht im Nicht-Bettmobil, sehen wir dann im 7. Part. Wir machen jetzt erstmal Pause. Wir machen eine Pause. Trinken unser Becks leer. Trinken unser Becks und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.